Yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Wi-Fi Battle. Es ist schon Ewigkeiten her, dass ich ein normales Wi-Fi Battle aufgenommen habe. Und ich freue mich, das wieder machen zu können. Was heißt machen zu können, ne? Aber ne, es freut mich halt einfach, wieder so einen stinknormalen Wi-Fi-Kampf zu machen. Und wie hätte es auch anders sein müssen? Ich habe natürlich mein Team nicht dabei. Good game! Yay! Fängt ja schon super gut an. So, jetzt sind wir aber wirklich da. Auch mit dem richtigen Team. Und ich habe auch eine kleine Änderung vorgenommen. Ich lese mir die Kommentare ja durch. Und dann habe ich gesehen, hey, du hast extrem großen Mist gebaut, was Elektroball angeht. Weil Donnerwelle mit Choice Bags, also mit Wahlglas, bringt nicht wirklich viel. Deswegen habe ich jetzt Donnerwelle zu Donnerblitz gemacht. Damit das jetzt auch ein bisschen mehr Sinn ergibt. Alles andere habe ich dann so gelassen, weil ich mir denke, wenn ich jetzt wieder zu viel ändere, ist es wieder so, ich weiß nicht, es ist zwar schon richtig, aber es kommt mir dann wieder nicht richtig vor. Sorry, also wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir haben hier ein sehr interessantes Team. Dieses Ursaring macht mir Angst. Oh mein Gott, dieses Ursaring macht mir Angst. Wir haben einmal Sandslash, das Sandama aus dem NU. Wir haben Burnett aus dem PU, was aber vielleicht mega, ja, was durchaus mega Burnett sein kann. Dann Symbolara aus dem RU. Ich muss jetzt sagen, habe ich mal gegen Symbolara gekämpft? Schreibt mir das mal irgendwie in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Es sind schon 100 Battles, deswegen. Ursaring aus dem PU. Ich fühle es schon, dass da ein Heißorb mit Fassade ist. Macht mir Angst. Ein Lumineon. Wahrscheinlich auch mit Sturmsog wie mein Gastrodon. Und ein Leafeon. Meine persönliche Lieblings-Evoli-Entwicklung. Ich weiß nicht, ich mag Fuliporba einfach. So, mit wem fange ich am besten an? Das ist jetzt die Sache. Ich würde sagen, ich beginne mit Clark. Und Jesse, dann hoffe ich mal auf ein gutes Match. Und ich bin mal gespannt, ob ich wirklich so hardcore aus der Übung bin oder nicht. Ursaring. Ich hasse es. Ich hasse es. Was machen wir da am besten? Ich mache direkt mal eine Mega-Entwicklung und mach mal die Tarnsteine. Was kann Ursaring? Ursaring kann bestimmt Nahkampf. Ursaring macht Okay. Ursaring macht Verhöhner. Okay. Dann gehe ich direkt auf Erdbeben. Ursaring wird so. Nein, bitte. Jetzt schickt nicht Symbolara raus. Lumineon. Okay, damit komme ich relativ gut klar. Leftovers. Why you do this? Okay, Clark. Du kommst mal wieder zurück. Dann schicke ich mal Rebecca raus. What? Was? Rückenwind? Oh, shit. Oh, shit. Was könnten wir denn da am besten... Ich mach mal Toxin. Lumineon setzt Kehrtwende ein. Macht nicht so viel Schaden. Und egal, was jetzt rauskommt, Toxin wirkt. Egal, was jetzt rauskommt, Toxin wirkt.
Fully Poba kommt raus. Ein Shiny Fully Poba. Geil. Hab jetzt bitte nicht Vitalglocke. Hab jetzt bitte nicht Vitalglocke. Oder hab's jetzt doch? Dann kann ich wenigstens einen. Kann ich wenigstens sicher austauschen. Gut, was machen wir da? Was könnte kommen? Eine Pflanzenattacke auf klar. Also was sollte sonst kommen? Eine Pflanzenattacke. Es muss eigentlich eine Pflanzenattacke sein. Okay. Marika, du bist dran. Ich weiß nicht, was Leafeons Moveset noch so ist, aber ich kann mir nicht vorstellen... Oh, Delegator. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass da großartig was kommt. Lass mal kurz gucken. Es hat den Zugriff auf Body Slam, also rein theoretisch. Fassade könnte es auch. Abschlag. Samenbomben. Toxin, Kreuzschere. Es ist schon stark. Ich mach mal Zermalmklaue. Fully Poba setzt Laubklinge ein. Okay. Yo! Nicht sehr effektiv. Was? Ja, klar. Okay, weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt mal Himmelsfeger machen. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt Himmelsfeger nach so langer Zeit einsetze. Wo? Was? Kein Wunder, dass ich Himmelsfeger nach so langer Zeit benutze. Ich habe nicht gewusst. Dass Himmelsfeger mich nicht vor Attacken schützt. Ich habe dazu gedacht, das wäre so wie Fliegen oder so. Aber gut. Alles klar. Symbolara kommt raus. Und jetzt kommt der Himmelsfeger. Hoffentlich. Himmelsfeger. Step. Rohe Gewalt. Step, rohe Gewalt und Leben Orb. Die Power von Himmelsfeger. Luminion kommt raus. Gegen Luminion. Könnten wir dann machen? Ich schick mal Rebecca raus. Ist eigentlich Luminions. Es hätte durchaus auch schneller sein können als mein Pokémon. Und jetzt ist es sowieso schneller. Es hätte aber auch sowieso sein können, dass es schneller ist als mein. Oder? Warte mal. Luminion hat eine Base-Initiative von 91 und Wasserquill hat. 80. Also es ist durchaus möglich. Toxin. Luminion setzt Kehrtwende ein. Und jetzt bin ich mal gespannt. Weil es kommen ja nur noch Ursaring, Banett oder Sandamon. Da haben wir Banett. Okay. So. Dann haben wir dich auch schon mal halbwegs lahmgelegt. Wobei eine Verbrennung vielleicht nicht mal so extrem schlecht wäre. Egal. Das macht aber nichts. Was könnte ich jetzt am besten machen?
Ich gehe mal raus auf Clark. Und da ist der Megastein. Mega Banett. Hab ich mir schon eigentlich denken können. Was? Wieso können die alle Delegator? Wow. Okay. Kann ich vielleicht trotzdem, ich weiß nicht, Tarnsteine auslegen? What? Phantomkraft. Okay. Der Rückenwind lässt schon mal nach. Das freut mich auch wieder. Und dann kann ich jetzt auf Eisenschädel gehen. Delegator lässt nach. Und eigentlich müsste jetzt die Vergiftung... Doch noch nicht. Okay. Eisenschädel. Irrlicht. Und es trifft. Natürlich trifft es. Na klar. Okay. Das heißt, wir haben jetzt noch Lumenion, Ursaring und Sandamor. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt Sandamor kommt. Weil es liegen Tarnsteine draußen. Es kommt Ursaring raus, okay. Ich weiß nicht, was dieses Ursaring kann. Aber es hat Zugriff auf sehr viele Attacken, was mich sehr, sehr stört. Es könnte Abschlag, oder? Knock-off, kann es das? Warte mal. Du willst mir sagen... Moment. Du willst mir sagen, Fuliporba als Vierbeiner kann Abschlag, aber Ursaring nicht? What? Okay. Aber trotzdem, da ist Fassade, da ist Erdbeben, da ist... Nachthieb? Was ist mit Close Combat? Ja, Close Combat kann's auch. Ich schick mal Runa raus. In der Hoffnung, dass eine Kampfattacke kommt. Erdbeben. Okay, kein Heißorb. Auch gut. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal auf Mondschein. Knirscher. Ah, schaut euch dieses superschöne Somnivora an. Ah, putzig. So, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Vitalglocke. Ursaring macht Knirscher. Das tut weh. Ah, das tut weh. Dann habe ich aber wenigstens schon mal die Verbrennung von Clark weg. So, und dann versuche ich noch meinen Mondschein. Und hoffentlich... Ich meine, es nimmt Beulenhelmschaden. Komm! Greif mich bitte nicht mit Knirscher. Bitte. Erdbeben.
Dankeschön. Ja! Geil! Sehr gut. Da kann ich nämlich... Kann ich noch eine Runde machen? Wird knapp. Ich werde jetzt richtig nerven. Oh! Oh! Okay, wir machen Verhöhner. Na gut. Wenn es so ist... Okay. Dann mache ich jetzt Psychokinese. Wenn du es so willst, bitte. So. Gut, dann würde ich sagen, schick mir Merica raus. Wenn du jetzt wieder Erdbeben machen willst, dann kannst du das vergessen. Ja, perfekt. Und dann gehe ich auch sofort auf Kehrtwende. Ich darf nichts dem Zufall überlassen. 10 KP! Well. Merica, was? Ich hab nicht... Was? Ich hab jetzt gedacht, das wäre der Lebenabschaden gewesen. Dann nur 10 KP und dann... Hatte das einen Beulenhelm? Wow! Okay. Ja. Gut zu wissen. Los, James! Luminion kommt raus. So. Und dann würde ich mal fast sagen... Ich gehe jetzt erstmal auf Irrlicht. Was wird denn jetzt? Ach so. Wow. Also, ich habe mit Irrlicht getroffen. Ich habe mit Toxin getroffen. Ich glaub's nicht. Irgendwas stimmt mit diesem Spiel nicht. Ich treffe... Wow! Giftspitzen! Aquawelle. Ah, macht nicht so viel Schaden. Und da sehen wir schon mal dieses Spezialverteidigungsinvestment auf Smogmog hat sich dann doch schon in der Hinsicht gelohnt. Gut. Dann kann ich nämlich jetzt hingehen. Und Rebecca mal reinschicken. Wenn ja jetzt sowieso eine Wasserattacke kommt. Sowas wie Aquawelle. Siedewasser. Sturmsog. Spezialangriff steigt. Dankeschön. Danke. So, und jetzt mit einem erhöhten Spezialangriff kann ich jetzt Erdkräfte machen. Da kannst du dein Sandamor ruhig reinschicken, das ist mir egal. Und Giftspitzenschaden. Nice. Gut, der Rückenwind. Wow! Also. Warum ist der Rückenwind jetzt wieder so schnell weg? Okay. Fand ich jetzt etwas merkwürdig. Aber gut, dann wären wir Sandama auch schon mal los. Und dann kommt ja jetzt nur noch Luminion. Und das. Ist es eigentlich schon. Gut. Luminion, komm raus. Los.
Lumineon ist ein cooles Pokémon. Vielleicht soll ich irgendwann mal ein Teambuilding zu Lumineon machen. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. So, Erdkräfte, damit wir jetzt den Kampf beenden. Lumineon setzt Kehrtwende ein. Plötzlich kommt jetzt ein siebtes Pokémon, was eigentlich technisch gar nicht möglich ist. Und ist einfach immun gegen alles. Du besiegst Jesse, aber Jesse, es war ein guter Kampf. Es sieht eindeutiger aus. Aber es war trotzdem ein sehr guter Kampf, fand ich. Und so als kleinen, ich sag mal, als kleinen Wiedereinstieg fand ich den Kampf echt gut. Und ich hoffe, der Kampf hat euch auch gefallen. Und wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, sagt es mir einfach. Lasst es mich wissen. Und das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.